So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Mein Test. So, die müssen fertig sein. Ja. Und ja. Let's go. Achso, halt. Scheiße. Ich muss ja noch meine Kisten, mich ausräumen. So, das wäre dann einmal. Nein, das. Das sieht gut aus. Was fehlt denn hier? Ah ja, die Fackeln. Stimmt da. Wir brauchen ja Fackeln. Wir haben bestimmt keine Fackeln mehr, oder? Nö. Wir hatten alle Fackeln bereits mitgenommen, die wir hatten. Ja. Okay. Gut, dann nehme ich mal hier so ein bisschen Holz. Und mache nochmal ein paar Fackeln. Denn so geht das ja nicht. Bam. So, muss mal kurz gucken hier. Warte mal kurz. Ich muss mir erstmal mein Inventar ein bisschen aufräumen hier. Das heißt zum Beispiel, du kommst erstmal nach da. So. Was habe ich noch drin? Sand. Vor allen Dingen Sand. So, Dankeschön. Sehr geil. So, du kannst weg. Ja, let's go. Wie gesagt, die Folge machen wir jetzt noch einmal abbauen und dann machen wir erst wow. Und dann machen wir erstmal Feierabend fürs Abbauen. Oh mein Gott, ein Sandmonster. Steinmonster. So, Feierabend ist hier. Ich habe das Gefühl, dass du stockert immer schlimmer wird. Kann das sein? Ah. Was haut ihr nicht hin? Irgendwas haut ihr ganz und gar nicht hin. Schau mal, der innere ist genau zwei Blöcke jeweils entfernt. Aber hier, die Fackel hier oben hauen nicht hin. Hier bin ich jetzt, hier habe ich eine Dreierreihe und baue gerade hier die Fackeln ab. Hier bin ich gerade mitten in der Dreierreihe und baue aber keine Fackeln. Also hier bin ich auch eine Reihe davon entfernt. Deine Dreierreihe, baue aber keine Fackeln ab, weil die jetzt eine Reihe später kommen. Also irgendwas haut es hier gerade symmetrisch, propetrisch nicht hin. Ich meine, ist jetzt alles gesagt scheißegal und deswegen auch Feierabend hier, aber seltsam ist das schon. Das dürfte eigentlich passieren. Ich hab doch studiert. Wir lernen Akkus hier. So, mal gucken. 1, 2, 3,5 rein. Hier sind 1, 2, 3,5 rein. Und hier sind nur 3 rein. Ja, hier sind nur 3 rein. Und da sind wieder 3,5 rein. Warum sind hier nur 3 rein? Oh mein Gott, was ist passiert? Also hier, der innere Zirkel, der ist jetzt gerade aktuell völlig symmetrisch. Hier haut alles hin. Aber hier, der Rest, den wir vorhin gemacht haben, der ist überhaupt nicht symmetrisch. Der ist voll am Arsch.
Gut, dann müssen wir hier nochmal ganz schnell einmal nachgehen. Auch wenn die Fackeln jetzt komischerweise falsch stehen. Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte, aber. Los, boah. Los, boah, 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 boah. Reicht natürlich der Bohrer wieder nicht für. Ah, ne. Wird nicht reichen. Schade. Ich bin auch schon voll. Schade. Das ist echt interessant. Wie konnte denn sowas passieren? War doch alles gedacht davon, die Wissenschaft. Habe ich da irgendwann einmal versucht, vergessene Seite abzubauen und dadurch ist es so. Kann doch sein, ne? Ja. Ja, doch, das würde es genau perfekt erklären. Es würde nämlich auch erklären, warum die Fackeln denn auch falsch gesetzt sind. Ist mir das beim Setzen der Fackeln gar nicht aufgefallen. Wahrscheinlich war das doch die eine Stelle, wo ich mich so gewundert habe, warum die Fackeln so komisch, also wo ich die eine innere Reihe Fackeln abgebaut habe und mich gewundert habe, dass da irgendwas nicht stimmt. Dann war das das. Das würde voll Sinn erklären. Was? Whatever. Ja. Habe ich schon schnell weggebracht? Nein, aber nicht. Natürlich nicht. Das würde ja nur ein Profi machen. So. Alles weg. Sehr geil. So. Dankeschön. Dankeschön. Okidoki. Das ist ja sehr verrückt, das Ganze. Oh, Uran. Ja, das ist natürlich blöd. Dadurch, dass wir, dadurch, dass Sachen halt rumfliegen, fliegen die jetzt auch nach oben. Und landen hier oben drauf. Ist es nicht wirklich schlimm, weil die Reihen bauen wir früher für früher oder später ja sowieso auch mit ab. Aber so, jetzt ist der obere Kreis perfekt, hoffe ich jetzt einfach mal. Ich meine, man muss ja einfach nur gucken. Eigentlich müsste ich, wenn ich jetzt hier müsste ich genau auf eine Ecke zulaufen. Das ist der Fall. Und das Gleiche müsste jetzt hinten auf der anderen Seite auch passieren. Wenn ich jetzt hier loslaufe, müsste ich auch perfekt auf eine Ecke landen. Ja, das ist auch der Fall. Und wie man da hinten sieht, die Fackeln ergeben dort keine richtige Ecke. Hier müssten die Fackeln perfekt von der Ecke gerade weggehen. Genau, hier gehen sie direkt gerade zur Ecke. Und da hinten... Da hinten ist auch schon was falsch. Guck mal, da hinten ist auch schon schief. Okay. Ja, dass mir das nicht aufgefallen ist. Ach ja, klar, stimmt. Das kann ja gar nicht sein, weil eben die gesamte Wand fehlt. Ja. Das heißt, beide Ecken sind davon betroffen. Und können dementsprechend nicht richtig sein. Ja. Ja, das heißt, der hätte mir daran schon damals auffallen müssen, dass irgendwas nicht stimmt. Lol. Denn eigentlich, wenn man jetzt so von der Perspektive guckt, müsste ich hier die Reihe, müsste sich zu dieser Reihe, die da hinten ist, perfekt ergänzen. Tut es aber nicht. Die Reihe müsste hier sein. Jetzt sieht man da hinten die Reihe perfekt in einer Flucht quasi. Und das war halt nichts gegeben. Daran merkt man, dass die Reihe hier komplett verkackt war. Naja, dann ist die mal halt so. Thank you.
Also, Akku leer. Ich klick und klick und klick und denke, weil der Server hängt, aber nee, dabei ist einfach nur der Akku leer. Das ist sehr irritierend. Aber deswegen ist es problematisch, um in den Ecken anzufangen, so wie ich jetzt gerade eben gemacht habe, wo ich in den Ecken angefangen habe. Das ist eigentlich dumm. Oh. Ups, der Raum ist langsam groß genug für große Gegner. Oh. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Sondern man müsste einfach immer irgendwo mitten in der Wand anfangen, weil wenn du dann auf der anderen Seite wieder fertig wirst, siehst du, dass vor dir eine große Lücke ist. Und daran merkst du, oh, an dieser Stelle ist die Reihe jetzt wirklich fertig. Wenn du in der Ecke anfängst, stehst du aber sowieso von der Wand. Der weiß jetzt nicht, ob das jetzt die richtige Wand ist oder die falsche. Versteht ihr, wie ich meine? Bestimmt nicht. Weil ihr dumm seid. Ist doch klar. Ist ja nicht mal das, was da. Fans beleidigen, check. Ah ja, Fans jetzt nicht wirklich, aber Zuschauer. Oha. Uran, geil. Oh, Mese. Gib mir mal welches. Los, her mit der Mese. Ah, Dankeschön, 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 Dankeschön. Oh, wie viel kriegen Mese kriegen wir? Hey, wir kriegen gar keins. Aber was ist los mit dir? Pff. Jetzt bloß Fake-Mese, was er da verschießt. Wir kriegen gar keins. Voll assi. Das hätte ich ja zu Hause bei mir eingesperrt, so dass er mich immer versucht anzugreifen. Hätten wir endlos Mese gehabt. Digga, der Traum eines jeden Mannes. Menschen allgemein. So. Bap. Und bap. Okay, okay. Sehr geil. Cola haben wir mittlerweile auch schon wieder ordentlich. Und schon wieder. Ja, aber bald 200 Mal Uran. Das ist schon nicht schlecht. Ach, ich bin ja auch dumm. Wir bekommen ja aus dem Uran, den müssen wir ja einschleifen. Da bekommen wir noch sowieso die Doppelte daraus. Das heißt, wir haben hier schon 300 Uran. Hupsili. Also haben wir jetzt fast 400 Uran. Hupsili. Oh jo. Kann ja mal passieren. Ich bin verwirrt. Hilfe, bitte helfen Sie mir. Ich habe einen geistigen Schaden. So. Weg, 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 weg. Easy. Achso, halt, weil Kohle kommt ja eigentlich nach unten, ne? Eisen genauso. Die Kiste sowieso gerade ja schon voll. Verdammt mich nochmal. Das ist ja heftig. Das ist ja heftigst. So, weg, 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 weg. Ja, Kupfer haben wir mittlerweile auch wieder schön viel. Sehr schön. Langsam bauen sich die Vorräte wieder auf. Alter, ich weiß zwar nicht, was wir mit dem ganzen Chrom und mit dem ganzen Zink machen sollen. Aber hey. Was war haben, haben wir. Alter, wie... Wäre halt geil, wenn es hier sowas wie bei The, Seven Days to Die so einen Sortierbutton geben würde. Der hat das Ganze hier einfach nach, ne, nach Alphabet sortiert, sag ich jetzt mal. Also nach Item String. Hat dann einfach alphabetisch durchsortiert. Das wäre halt schon Schnieke. 70 Euro. Also sind ja 700. Okay. Warum ist die Tür schon wieder offen? Was ist mit dir? Komm noch die Flöhe rein. So, perfekt. So. Ah, ich bin mal gespannt, wie viele Reihen wir in dieser Folge noch schaffen, weil, wie gesagt, nach der Folge erstmal Pause.
So, und jetzt fangen wir, wie gesagt, hier mitten in der Reihe an. Dann sehen wir später genau, wann wir fertig sind. Oh, dann ist das Monster. Voll süß und so. Ob wir den auch abbauen können? Wäre voll stylisch und so. Siehst du, jetzt wissen wir genau, aha, an der Stelle sind wir mit einer Reihe durch. Unverkennbar. Das heißt, wir sollten jetzt nochmal gucken. So, ich 2,5. Hier ist auch 2,5. Ne? 1, 2 und ein halbes. Also eigentlich 5. Hier 2,5. Und 2,5. Passt perfekt. Cool. Das heißt, jetzt sind wir gesynkt to the reality. If you know what I mean. So, okay, let's go. Da sind noch immer Chrom hier. Meine ganzen Chromfelgen liegen alle rum. Was ist denn los? So. Du. Renne mit dir und Rinder. Wahnsinn. Ja, ich glaube, die nächste Reihe könnten wir noch gerade so schaffen, aber ab der spätestens übernächsten Reihe reicht dann unsere Batterien nicht mehr für eine ganze Runde. Sad life. Echt sad life. Ja. Na, das ist Kacke. Ist eigentlich, könnte ich ja irgendwie mal hier dicht da rein. Ich da rein. Und ich da rein. Sind die Werkzeuge immer wieder auf Vordermann gebracht? Hier könntest du sowieso mal gucken. Sind hier eigentlich nur Werkzeuge drin, die fast kaputt sind? Garantiert, ne? Nö, tatsächlich nicht. Cool. Cool. Wait, warte mal kurz. Okay, das muss ich jetzt mal probieren. Warte. Kann man so Sachen hier auch einpacken? Man kann damit sogar Rüstung reparieren. Wow! Das erspart uns halt so mindestens 32 Regenbogen-Diamanten Dinger. Das ist ja geil. Cool. Ist also noch besser als das Ding da hinten. Weil das kann auch alles. Und es verbraucht kein Material, sondern nur Strom. Und wir arbeiten hier mit erneuerbaren Energien. Das heißt, Strom ist endlos da. Solange wie die Sonne brennt, brennt sie halt. Und dann halt nicht mehr. So ungefähr. So, draußen ist dunkel. Deswegen wird auch langsam unsere Batterien aufgebraucht. Ah ja, haben noch die Power. Ah, geil, da haben wir wieder voll aufgerüstete Rüstungen. Das ist schon cool. Das ist schon echt cool. Muss auch sein. Die war schon irgendwie auf 44% oder sowas runter oder 43%. Also knapp über 40% auf jeden Fall. Weniger als die Hälfte.
Und mit sowas kannst du natürlich nicht rumlaufen, Digga. Ist ja, kann man ja nicht machen, Alter. Man muss ja Style haben. Es ist Style. Oder so ähnlich. So, zu mit dir. Brauchen wir erstmal nicht mehr. Zu mit dir, dich brauchen wir auch erstmal nicht mehr. Und dann. Boah. So. Bis was essen können wir auch. Danke, danke, danke. Tja, was könnte man noch gucken, ob man das reparieren kann? Gibt es noch andere Sachen, die man reparieren könnte? Nö, eigentlich nicht. Ich meine. Nee. Keine Ahnung. Weil eben viel mehr als Rüstung und Werkzeuge gibt es ja nicht, was irgendwie abgenutzt werden kann. Ist ja bloß die einzigen Sachen, die ich kenne, die überhaupt abgenutzt werden können. Ich meine, die Geräte, die müssen wir ja hier sowieso laden. Ist ja sowieso separat. Ich meine, wäre natürlich witzig, wenn man die Dinge auch da reinpacken könnte und dann darüber reparieren könnte. Aber das ist dann doch ein bisschen sehr, also unwahrscheinlich hoch 800. So, du nach da und du nach da. Beziehungsweise, ich kann euch langsam mal wegpacken. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Weil ich keinen Bock mehr habe. Wo ist denn der Laserpointer? Ach ja, ist ja mal in meinem Backpack. Ach, scheiße. So, und das letzte. Dann haben wir alles aufgerüstet. Cool. Aber wieder 100% Rüstung. So muss das sein. Genau so muss das sein. So, können wir das Zeug alles oben schon mal in die Kiste schmeißen? Das ist gar nicht so dumm. Davon brauchen wir jetzt erstmal gar nichts mehr. Abgesehen von Eisen, ist jetzt schon wieder Eisen drin. Eisen und Kohle kommt mit da unten. Damit das mal klar ist. Weg und weg. Achso, gut. Das hier muss auch noch um. Genauso wie ich gerade. Da rein und da rein. Schon besser. So. Erstmal hier Rüstung. Da, 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 da. Ja. Hose kommt nach unten. Hemd kommt nach da. Und Schuh kommt nach da. Und du noch nach da. So, ne? Damit es alles so auf der gleichen Höhe ist, wie es hier unten abgebildet wird. So. Hat zwar keinen Sinn, aber macht Sinn, dass es keinen Sinn macht. Lalalala. So. Backpack. 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 Ach, die kommen erstmal da mit rein. So, und wir gehen mal ganz kurz. So, ja. Komm, let's go. So. Jetzt würde ich actually mal ganz kurz als Walker rein. Und dann tatsächlich mal unsere Brutstätte schützen. Wie alles rumliegt, Alter, dieser Walker, ne, dieser Runix. Der macht hier einen Saustall vom Herrn, sage ich euch, vom Herrn. So, wir machen mal hier einfach so an, so hier so. So, eins. 1, 2, Polizei, 3, 4, Quelle, die 5, 6. Halt, wenn ich mal denke, wie tief wir noch nach unten bauen können. Das ist halt krank am Arsch. Wow, okay, das ist ein bisschen sehr schnell. Ehrlich gesagt, komm, wir können sogar noch ein bisschen weiter gehen hier. So ein bisschen weiter können wir schon noch gehen. Wo ist der Punkt eigentlich? Wir sind hier gerade am Punkt F5. So, das ist hier am Punkt 800, 400 ungefähr. Wow. So, ich bin jetzt bei Punkt 150 in die Richtung. Das heißt,
ungefähr. Warte mal kurz. Ja, eben. Wait. Wir sind hier genau bei 803. Weißt du was? Teleport. Sehe ich natürlich den Wert nicht mehr. 390. Minus 390. Minus 190. 803. Hat das gut funktioniert? Ich glaube, ich habe es zumindest vergessen, ne? Oh, nee, 8000. Das war natürlich falsch. Ja, genau. Jetzt bin ich genau an dem Punkt angekommen, wo ich die ganze Welt verfluche. Oh. So. Ich mach mal. Nee, doch, natürlich ist gut. So, da ziehe ich jetzt jeweils 50 Punkte von ab. Das heißt, das sind 440. Also gut funktioniert. 440 und das sind 750. Macht das so Sinn? Ja, das ist groß genug. Area Position 1. Und jetzt das gleiche, nur dass wir 80 Punkte, 100 Punkte drauf zählen. Alter, das mache ich ja nicht schon wieder. Ja, dass in meinem Test immer dieses Numpad nicht funktioniert. Ich verstehe das nicht. 800. Und hier muss ich jetzt, oh, 340. Korrekt? Wenn ich mich jetzt umdrehe. Ah, es ist perfekt. So, Position 2. Genau. Und jetzt muss ich nur noch ganz weit runter gehen. Das heißt, die Frage ist bis wohin. Ich weiß halt nicht, bis wohin dieses Zeug geht. Aber da es mindestens bis minus 400 geht, sage ich einfach mal, 410. Boom. Das ist doch geil. Oberaffentitten geil. Ist ganz schön tief, gell? Ich mach mal nur 100. So, das sieht schon besser aus. So, hier kommt jetzt der Punkt 2 hin. Und jetzt Protect Mine. Und das wird jetzt für Wallcom funktioniert. Das ist der Bereich 124. An Walker. Mine. Perfekt. Sehr schnieke. Siehst du, ich will mal ganz kurz gucken. Warte, 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 warte. Ich will mal ganz kurz Hauptmenü. Ich gehe mal ganz kurz mit dem Bildschirmmodus rein, ungefähr so. Und jetzt machen wir mal hier. Du gehst mal weg. Ich brauche ein neues Fenster. Ich gehe mal parallel noch als mit dem Dragon Client rein. Als Walker natürlich. Macht ja Sinn. Ich will jetzt mal gucken, wie tief die Schicht ist. Ob die wirklich bis 300 geht oder bis 400. Wo bin ich denn hier gelandet? Ränder. X-Ränder. Ja, das macht schon mehr Sinn. So. Bis wohin gibt es denn den Uran? Da ist noch Uran. Da ist auch noch Uran. Da ist auch noch Uran. Man sieht ja so, ne, in manchen Klassen ist halt gar kein Uran und in anderen Klassen ist halt massig Uran. Das ist halt schon geil. So, und Tapir hört so auf, oder? Ne, da hinten ist noch ein bisschen Uran. Und Tapir hört es auf. Und wir sind jetzt bei, ja, minus 300. Was? Ich dachte, bei 300 fängt es erst an. Ja, hier kommt ja nichts mehr. Fuck. Okay, ich bin verwirrt.
Nee, Quatsch, doch, alles richtig, genau. Genau, minus 200 bis minus 300 ist ja richtig. Ist ja richtig, genau. Das heißt, ja, ist alles tatsächlich so, wie ich es in Erinnerung hatte. Von ungefähr 200 bis ungefähr 300 geht's. Die Schicht mit dem Uran. Ja, da haben wir also definitiv genug geschützt. Das war so korrekt. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Und Programm beenden. Und wieder. Du kannst wieder weg. So, und wir wollen jetzt wieder das hier. So, weil hier haben wir nämlich jetzt bis genau minus 310. Das heißt, wir sollten jetzt den gesamten Uranbereich abgedeckt haben, aber nicht unnötig groß. Das passt so. Das ist doch sehr geil. Okay. Dann würde ich mal sagen, das soll es für diese Folge gewesen sein und bis dann.